Gibt's hier noch irgendwas Besonderes? Ja, hier liegt Munition auf Tisch. Und da hier ist eine Tür und was? Also da oben meinst du? Bestimmt liegt hier irgendwo ein Lockrum oder auch zwei. Wiedergabe aufgezeichneter Nachricht. Hey, ich bin gerade auf Patrouille. Fass dich kurz, ja? Er hat heute Geburtstag. Oh, Scheiße! Ist das Dad? Danke für das Geschenk, Dad. Wann kommst du heim? Bald schon. Okay. Hab dich lieb, Dad. Ah, sorry. Wer will Soldat spielen? Du schenkst ihm Soldaten. John, du bist sein Vorbild. Dann treib ihm diese Flausen besser aus, verstanden? Ich muss jetzt los. Liebe dich. Ah, ja. Ein sehr liebevoller Vater. Unser werter Herr Carver. Das ist ein faszinierender Bass. Oder was auch immer es darstellen soll. Es hat vier Seiten, also ist es wahrscheinlich ein Bass. Du musst dich auskennen. Hui, das war Stimmfehler. Ein was für ein Ding? Ein Stimmfehler. Ultra hoch gesprochen auf einmal. Na, geht um. Ah, kann ich doch auch. Erstmal Einrichtung zerlegen. Huch. Ah, umgefallen. Schön. Naja. Was? Was zum Aufheben, wo? Nö. Oder? Hier ist ein Medipack. Ah, hier ist ein Medipack, okay. Ja, da sind überall Medipacks. Kann man die nicht irgendwie zusammenfügen oder so? Echt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich an der Bank. So. Das ist voll das Sicherheitsglas hier. Was wo? Irke ist ein Medizinschrank, glaube ich. Der muss ja sicher sein. Kann man das lesen, was da steht? Nee, kann man nicht. Schade. FUK? Keine Ahnung. Ja, ist echt zu schlecht, die Qualität. Ja, gut. Miserabel. Wollen wir? Ja. Jo, geh mal. Duschen. Okay, Leute, alle mal zuhören. Vor 13 Tagen haben Agent Ellie Langford und ihr Team einen blinden Vorstoß auf einen unbekannten Planeten gewagt, der ihrer Meinung nach das Geheimnis birgt, wie man diese Marker-Epidemie stoppen kann. Aber wir verloren den Kontakt. Unsere oberste Priorität ist jetzt, Agent Langford und ihr Team zu finden und zu sichern. Okay. Dann machen wir das mal. Jo, machen wir das. Jo, ich gehe hier runter. Oh, spinnt. Ich hab jetzt nicht gesehen, was ich aufgehoben hab. Wahrscheinlich ein Stasepack, keine Ahnung. Brauche ich nicht. Warte auf mich. Ja, du warst ja gar nicht am Spinnt dran. Lass uns doch mal den Flur hier lang gehen. Hui. Was passiert da? Das ist der Shockspace. Du bist der Ingenieur, warum muss ich dir das eigentlich erklären? der schockiert, ja. Da hast du recht. Der ist echt schockierend. Warum der so genannt wird, weiß ich aber auch nicht. Ist halt so. Weil Hyperraum zum Mainstream ist, keine Ahnung. Schaut geil aus. Jo. Und die Tür ist zu. Doch nicht? Hallo? Oh, ein Artefakt. Und Munition. Hallo. Ein was? Ein Earthgoth-Artefakt liegt hier unten. Kann sein, dass das dann durchgeteilt wird. Nee. Na, das habe ich nicht. Hast du nicht? Okay. Es ist aber eine faszinierende Schiffskonstruktion. Ja. Da kommt eine Zange da vorne.
Warum ist hier dann eigentlich ein roter und da drüben ein blauer Kern? Wahrscheinlich vorn und hin. Ne, so Rot-Blau-Verschiebung. Doppler-Effekt. Ja, soweit kann ich noch denken. So. Gut. Hab mir schon Sorgen gemacht. Hallo. Sekunden bis zum Ziel. Standby bis zum D-Shop. Okay, Leute, wir fliegen blind rein. Bleiben Sie strikt auf Ausgangsvektor. Rose, der Countdown. Austrittsbarke gesichert. D-Shock in 5, 4, 3, 2, 1. Was zum Henker ist das? Ein Mond. Ja, besser die Reste davon. Rose, ich seh's! Oh. Was? Himmel, das ist der reinste Schrottplatz. Wohl eher ein Friedhof. Irgendeine Spur von Ellies Schiff? Ich empfange diverse Transponder. Keiner davon ist von uns. Laut Registrierung sind das Kriegsschiffe der souveränen Kolonien. Ernsthaft? Die müssen über 200 Jahre alt sein. Moment, da kommt noch mehr. Es ist ein SOS und es kommt von dem Schiff direkt voraus. Der CMS Roanoke. Könnte Ellie sein. Hoffen wir es. Okay, Rose, bis 500 Kilometer. Aye, Sir. Diese Lichter, sind das Barken? Moment. Nein. Mina! Rose, bringen Sie uns hier raus! Bringen Sie uns raus! Am Ausgangsvektor bereiten! Geht nicht! Naja, auch zu schlecht. Raus! Captain, wir sitzen in der Falle! Karo, verdammt, helfen Sie mir! Hier! Nehmen Sie die Verkleidung und stopfen Sie die Tür damit! Seit wann geben Sie hier Befehle? Seitdem niemand anders hier einen Plan hat. Ich erkläre es unterwegs. Karo, wo finde ich einen EVA-Anzug? Ich will den Anzug. Ja, ne? Das Schiff explodiert so. Erstmal. Gravitation aktiviert. Das ist falsch. Wichtig. Der Raum ist verschlossen. Und jetzt? Ich werde versuchen, ihn von hier aus loszulösen. Wollen wir die Kisten aufschießen? Ja, machen wir, ja. Wir haben ja genügend Zeit, ne? Ach nee, wir haben ein Zeitlimit. Jo, erstens das und zweitens. Okay. Ist nun mal. Ich kann den Raum sehen. Rosen, Locke, halten Sie sich fest. Sobald ich die Halterungen gelöst habe, werden wir von der Eudora weggesprengt. Alle suchen sich was zum Festhalten. Und ausklinken. Oh Scheiße! Ui. Also ich sehe gar nichts mehr, nur Licht. Ich kann's nicht verlangsamen! Steuern Sie in meine Richtung! Ich kann Sie fast erreichen! Nur
Mine! Tot. Oh. Ja, da war etwas im Weg. Ich sehe meinen Lebensanzeiger gar nicht. Ich kann's nicht verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung. Ich kann sie fast erreichen. Ja. Nur Mine! Okay, das weiß ich. Ach, die kann man abballern. Okay, alles klar. Ja, sollte man, glaube ich, auch. Ich kann's nicht verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung. Ich kann sie fast erreichen. Nur Minen! Minen! Ah, der zielt automatisch. Ist ja easy. Nimm mal die eine Waffe. Also die, die auf 1 liegt, ist, glaube ich, effizienter. Isaac! Wo sind Sie? Ich komme! Halten Sie durch! Wir lieber nicht nochmal. Du fliegst dann doch. Schaffen Sie es zum Frachtdock? Ja, glauben Sie, es ist Luft an Bord? Alles SOS kommt irgendwo von drin. Ich hoffe es also. Schiebst du gerade das Ding rum? Nein, das fliegt von selber. Das hat einen eigenen Antrieb, wie es jeder vernünftig Aufzug haben sollte. Offenbar ist hier kompletter Stromausfall. Die Frachtluken können wir so nicht aktivieren. Ich glaube, da ist ein manueller Hebel an der anderen Tür. Sehen Sie ihn? Ja. Mal sehen, irgendwas. Ob ich reinkomme. Was ist denn das? Hm, was wo? Das da. Achso, da vorne bist du schon. Das sieht aus wie eine Frachtluke, oder wovon redest du? Nee, ich meine das da. Achso, das ist ein Sauerstoffbehälter. Oh, hätte ich nehmen können, wo? Jo. Alt. Wer legt sowas bitte auf Alt? Na ja, gut. Erfolg. Ach so. Ist das wieder mit F? Ja. Ja. Oh. Okay. Okay. Hier ist Luft und Staub. Irgendeine Spur von Ellie? Nein. Sieht aus, als wäre ich seit langem der Erste hier. Erstmal ich versuche, die Frachtluken zu öffnen. Augenblick. Huch, machst du da hin? Hm? Machst du da hin? Nix? Oh. Oh. Schwerer Standardrahmen. Kannst du den auch aufheben? Wo ist denn der? Der war hier. Bei der grauen Box da. Ne? Ne. Ich sehe keinen. Das heißt, es kann immer nur einer von uns Waffen-Upgrades kriegen oder ich glaube, der zählt auch für beide. Ah, das kann sein. Hast du dann für uns beide aufgehoben, genau. Das kann gut sein. Okay. Gab's da noch was? Ne, oder? Ich denke nicht, nein. Okay, ein Medipack noch. Ne, Muni. Ah. Also. Yes. Was haben wir hier Schönes? Oh. Ah, okay. Cool. Das Atmen fällt immer schwerer. Wie lange noch? Wir arbeiten so schnell wir können. Mark ist schon ganz blass. Ich kann die Blutung nicht stoppen. Alter Isaac, kommen Sie zur Tür. Ich kann Sie von dieser Seite aus reinlassen. So, kommen Sie jetzt rein und helfen Sie mir. Alles klar. Box. Ach, kann man doch aufschießen. Nee, kann man? Hä?
Das kannst du die aufgeben? Das sind Chineseboxen, ja. Oh. Da ist ein Chinesen-Symbol drauf. Cool. Oh, wo sind die jetzt hin? Keine Ahnung, irgendwo. Isaac, Ellies SOS kommt von weiter drin im Schiff, aber ich kann Rosen und Locke nicht allein lassen. Senden Sie mir die Koordinaten, ich sehe nach. Bitte sehr, und entfernen Sie sich nicht zu weit, das ist ein Befehl. Wird gemacht, Chef. So, haben wir noch irgendwas? Ja, gut. Was sagt mir das Signal da runter? Tesla Kern. Oh, ich habe ihn aufgehoben. Moment, den habe ich jetzt aber auch. Im Inventar? Nee. Ah. Ah, siehst du? Oder? Entfernen. Ich will nicht, dass mir die Tesla-Kern will ich aufheben. Danke. Ah, gut, man muss also immer genug Inventarplatz haben. Das ist so dunkel, ey. Ja. Mein Gott. Überall Särge. Särge? Sieht nach einer Art Begräbnis aus. Ja. Ihre Exekution. Wie kommen Sie darauf? Die Blutflecken an der Wand sind in Kopfhöhe. Kein gutes Zeichen. Okay. Aber das finde ich echt geil. Dieses Licht, was aus den Helmen kommt, ist mit auch in der Umgebung. Ja. Leuchtet. Echt cool gemacht. Mein Anzug ist viel cooler. Ja, bloß weil du rote Augen hast. Das ist eine Sackgasse. Sieht aus, als hätte jemand aus Quarantänegründen einen Shot geschlossen. Können wir da durchschneiden? Nein. Zu dick. Aber es öffnet sich vielleicht, wenn ich es hochfahre. So, okay. Hey, da ist eine Working Bench. Die ich benutzen kann. Also Nick. Hey, ach so. Jetzt kannst du benutzen. Echt? Das war's. Und da ist auch eine Bank im gleichen System. Eine Bank? Mit all den Teilen, die herumliegen, kann ich eine bessere Waffe als die machen. Gute Idee. Okay. Siehst du das auch oder kannst du das selber steuern? Nee, ich kann selber hier in die Bank mal dran gehen. Den Tesla-Kern haben wir und den Schwerstartrahmen. Okay. 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 Ach so. Kann ich dann nicht die zweite Waffe auswählen? Ja, doch, kannst du. Und wie? Mit links und rechts. Ach so, okay. Du gehst auf Waffen herstellen oder eben modifizieren. Da steht dabei. Aber ich glaube, ich demontiere tatsächlich mal die erste. Da habe ich jetzt nicht so. Moment, warum ist da? Objekte herstellen auch. Nein, das war die falsche Taste. Steuerung ist schwierig. Ja. Oh ja, ich fall da jetzt auch nicht durch. Ich brauche mal so magisches Gel für. Okay, ich dachte, das können wir irgendwie aus anderen Medipacks nehmen. Ich meine, prinzipiell, die Anleitung steht hier unten in der Leiste. Verkaufen. Ah. Besser nicht, ne? Doch. So viel Medipacks würde ich nie im Leben brauchen. Ein Stasi-Pack kann auch eins weg. Mir wurde versichert, dass wir Hilfe bekommen. Sobald wir hier das hochgeladen haben. Also baue ich einfach mal ganz kurz was zusammen. Oh! Nachlad. Ach, da haben wir gar keinen. Okay. Was? Na, ich denk bloß. Okay. Aber wir können die Hä? Haben wir die nicht schon?
Was denn wie? Strahlenkanone? Ja, haben wir schon, ne? Strahlenkanone ist, genau, das ist Tool 1 gewesen. Weil andererseits, ich mache mir zu viele Gedanken, aber diese komische Dreh-CU, so wie das Ding heißt, ich habe wieder falsche Taste gedrückt, braucht man nicht wirklich auf der, ja, Dings da, auf dem Plasmaschneider. Oh, ich bin gerade voll überfordert. Was ist ein Tesla-Kern? Tesla-Kern ist Elektroschaden. Den könnte man jetzt theoretisch auf eine Waffe raufpacken. Ja. Macht das einen Unterschied, ob das auf einem Plasma-Ketter ist, oder? Ich glaube nicht, nee. Nur die Spitze macht einen Unterschied. Ermöglicht das Drehen? Brauchen wir das? Nee. Blitzschaden wäre cooler, oder? Jo. Oh. Ist nur so also ein Leertastenangriff, also eher ungünstig belegt, aber naja, gut. Drehmanschettenmodul, genau. Rahmen. Schwerer Standardrahmen. Macht doch einen Unterschied, okay. Also weiß ich nicht, ich habe meinen ersten Tool ja komplett auseinandergenommen und in einen schweren Rahmen reingesetzt. Von daher. Wo wir gerade dabei sind und müssen auch Zeit verschwenden können. Würde mich doch ganz interessieren, ob man die Drehmanschette auch hier einsetzen kann. Nö, kann man nicht. Okay. Dann eben nicht. Ach, du hast die Kompakt-Standard-Maschinenpistole auseinanderbaut, oder wie? Das erste habe ich auseinandergebaut, genau. Das zweite habe ich jetzt erweitert mit Tesla. Hast du das komplett demontiert? Ich habe einfach nur einen schweren Standardrahmen statt des normalen eingesetzt. Oder zumindest versucht, und dann wurde ich dazu aufgefordert, die Waffe auseinanderzunehmen, weil man keine einhändige und eine zweihändige miteinander verbinden kann. Oh. Schön. Noch mit Medipacks. Und Altmetall. Altmetall ist wichtig, ja. Was ist ein Militärantrieb? Das ist konventionelles Stahlschießen, also Blei. Patronen, so. Meiner Erfahrung nach, ich meine. Keine Ahnung. Werden wir noch erfahren.